Moin Moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, Leute. City Skylines geht in eine weitere Runde. Und zwar natürlich immer noch Runde Autobahnbau. Und zwar, ja, wie ihr seht, wir haben hier ganz gut angefangen. Auch gab schon einiges Feedback sozusagen. Also dieses Ding, was wir hier bauen, ist wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Was wir hier natürlich sehen, dass echt schon viel los ist. Die Autobahn wird gut genutzt, obwohl es, ich weiß gar nicht, wo die alle hinwollen. Irgendwie in die Ferne reisen scheinbar, weg von hier so ungefähr. Hoffentlich kommen auch ein paar Leute wieder. Wir knacken bald die 100.000 Einwohner. Da sind wir auf dem besten Weg hin und das ist vermutlich auch der nächste Meilenstein, oder? Ah nee, es gibt gar keine weiteren Meilensteine mehr. Okay. Achso, das sind hier besondere Gebäude. Eden-Projekt. Dafür braucht man diese ganzen anderen Gebäude. Das Eden-Projekt ist ein riesiges Treibhaus, das sich perfekt für weitläufige Gärten voller exotischer Früchte und Pflanzen eignet. Im Stadtprofil steht es sehr gut zu Gesicht, außerdem reduziert das Verschmutzung bei Land, Wasser und Luft, was wiederum die Grundstückswerte im Stadtbereich erhöht. Adroncol, okay, cool. Medizinisches Zentrum. Brauchen wir noch andere Gebäude hier, ne? Brauchen Sie ein Unterdrückungsbüro? Bauen Sie Einkaufszentrum der Mäßigung. Bauen Sie Gerichtsgebäude. Bauen Sie Meer- und Wolkenkratzer. Wo kommen die denn alle her? Das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Momente hier. Das ist ja ultimatives Recyclingfabrik. Das? Bauen Sie Vogel- und Bienenpark. Wo gibt es das? Habe ich noch nie gesehen. Ist das alles hier zwischen? Nee. Wissenschaftszentrum. Ja, Wissenschaftszentrum kann ja nicht schaden, ne? So was sollte man haben. Das ist auch ein schönes Gebäude hier. Die Wissenschaft. Die Wissenschaft. So, wollen wir mal gucken. Also, Autobahn ist noch so ein Thema. Wir sind damit noch nicht fertig geworden in den letzten Folgen. Die Brücke hier ist natürlich echt viel zu hoch geworden. Das kann man nicht anders sagen. Ich möchte aber von hier jetzt trotzdem versuchen, irgendwie uns Autobahnauffahrten und Abfahrten zu erschaffen, um die Industrie besser zu verknüpfen. Das wird nicht das Einzige sein, was wir vorhaben. Die Autobahn muss natürlich irgendwie weiterlaufen. Die muss hier am Flughafen sich längs. Was ist hier denn los? Die muss ich irgendwie, naja, egal, am Flughafen längs schlängeln, soll ich hier unten längs, schräg meinetwegen, kriegt hier noch eine Autobahnauffahrt, kriegt hier hinten noch eine Autobahnauffahrt, um dann hier wieder in dieser Autobahn abzuschließen. Und wenn wir das fertig haben, dann denke ich, haben wir eine ganz große ganz großes Verkehrsprojekt gebaut, was zukunftsorientiert ist, weil wir ja doch einfach hier sonst Probleme kriegen oder auch schon haben. Also, liebe Leute, wir werden mal Autobahnauffahrten bauen. Zweispurige Autobahn. Ich weiß nicht, zweispurige Autobahn. Eigentlich muss ich eine Auffahrt machen. Das ist mal eine schöne Geschichte. Guck mal, die ersten Autos hauen sogar gleich dahin ab. Besser geht's ja gar nicht. So soll es sein. So, die kommen müssen natürlich auch irgendwie hier runter. Und das wird jetzt echt schwierig, weil hier auch die Bahnschienen rübergehen, die natürlich komischerweise hier verlaufen. Fahren da Leute mit? Passiere? Gar keine. Liniendetails, Linienübersicht. Fahren hier überhaupt Leute mit in Linie 2? Nee. Also für 7 Passagiere, Leute, spare ich mir das. Eigentlich. Oder war das auch die Bahnhöfe, die ich noch nicht verbunden hatte? So wie die hier? Nee, der ist ja verbunden. Habe ich irgendwo anders noch Bahnhöfe, die nicht verbunden waren? Also der Flughafen sehen wir, der macht schon Verkehrsprobleme, ne? Naja, hab ich auch ehrlich gesagt gar nicht komplett anders erwartet.
So, dann müssen wir auf jeden Fall auch diese Autobahn mit der Autobahn verbinden. Das ist das zweite Thema. Auch hier mit sowas zweispurig. Meinetwegen nehmen wir auch eben gleich schon was Ordentliches. Ist immer zu hoch, ne? Das ist schon krass. Oh, hier geht das sogar. Da fahren wir hoch. Viel Spaß. Mal gucken, ob das jemand macht. Und hier runter. So. Und hier rauf ist irgendwie noch aktuell witzlos. Aber das schon gehabt zu haben, kann ich schaden, ne? So, nice. Hätte natürlich logischerweise noch nicht sinnvoll genutzt werden können, aber okay. Da gibt es schon noch was. Perfekt. Können Sie in Zukunft auch von hier runter? Jetzt müssen wir nur noch von hier eben wieder rauf. Ich weiß, es ist ästhetisch und so weiter, ist was anderes, ne? Warum komme ich nicht hoch? Da ging es gerade, oder war das Zufall? Was will er denn von mir? Zu steil wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, wie wir das nachher verstecken können, so dass es nicht mehr so schlimm aussieht. Höchstens durch irgendwelche Hochhäuser, glaube ich, oder? Sonst ist es natürlich echt nicht so schön. Aber okay, soll auch keinen Schönheitspreis gewinnen, soll effektiv Verkehrsfluss verbessern. Bevor das wirklich verbessert wird, wird halt noch ein bisschen Zeit vergehen. So, dreispurige Autobahn haben wir hier. Ist es die hier? Aber hier kommen wir nicht mehr richtig dran vorbei. Also wir müssen schon hier rüber ausweichen. Doch, sollen wir noch hier ein bisschen, soll die oben bleiben eigentlich? Wollen wir die Autobahn tatsächlich aufgebockt lassen? Oh nein, das ist komplett falsch rum. Mist. Wieso sagt denn keiner was? Werde die ersten haben gerade das Kommentar geschrieben, du hast ja auch immer falsch rum. Typisch. So ist es gut. Komme ich jetzt mit der Straße da unten durch oder passt das nicht von der Höhe her? Doch, das passt. Ich weiß, es ist nicht unbedingt eine Abkürzung, wenn man sich das hier so anguckt teilweise, ne? Aber egal. Und wir haben keine Alternative.
Warte mal auf, Kurve. Nicht so weit. Gerade wieder. Theoretisch ist es Kurve eigentlich, oder? Ja, also die schönen Bauen und so, das ist halt schwierig. Ne? Man muss auch immer noch mal sagen, das ist das zweite Mal City Skylines, das ich spiele. So richtig. Und dass das alles noch nicht richtig schön ist, das muss man verstehen. Irgendwie müssen wir immer wieder auf gerade Spur kommen. Wir müssen aber auch hier weitergehen, ne? Gehen wir auf hier. Und dann gehen wir auf hier. Alter, kostet das viel. Das ist, wie gesagt, das ist das größte Bauprojekt, was wir hier haben. Was wahrscheinlich auch das größte Bauprojekt bleiben wird. Ich glaube nicht, dass wir nochmal eine größere... Ja, wir werden nicht noch mal eine größere Autobahn bauen. Ever. Die, ich würde sagen, sprengt hier praktisch alles. Geht aber, ne? Also wir kriegen aktuell immer mehr Geld. Das ist natürlich auch cool. Wir bauen hier wie die bekloppten Autobahnen ohne Ende. Trotzdem kriegen wir immer mehr Geld. Jetzt müssen wir die Autobahn nur noch an geschickten Stellen verbinden, so wie hier. Da müssen wir auch irgendwie runter von der Autobahn. Also von hier natürlich auch auf die Autobahn. Das ist ja praktisch hier der Flughafenzubringer. Und wir wollen auch hier wieder runter von der Autobahn. Wir können nicht jede Bahnstraße verbinden, ansonsten würden wir sie auch zu häufig unterbrechen, was natürlich wiederum überhaupt keinen Sinn macht. Hier haben wir auch schon ein Problem. Die Kreuzung könnte in der Tat ein Problem werden. Aber lass uns das einfach versuchen, die Leute. Also ich finde schon cool. Hier das gleiche Problem. Vielleicht hätten wir doch weiter weggehen sollen. Ich habe bestimmt auch wieder irgendwo was falsch angeschlossen. Hier mit dem drin dann rauf. Oh. Schreibt mir ein bisschen geschickter. Auch hier haben wir noch die Möglichkeit anzuschließen. Dann müssen wir hier wieder enden und dann haben wir Ende. Sehr nice. Und das Schöne ist zu sehen, guck mal, was hier schon an Verkehr über die Autobahn jetzt läuft.
Das ist natürlich eine Kreuzung, wo wir einen Kreisverkehr machen müssen, oder? Bei so vielen Auf- und Abfahrten müsste es doch eigentlich hier einen Kreisverkehr geben. Rauf, runter, rauf, runter. Passt alles. Hier fehlt noch eine runter. Die Industrie ist voll hier, ne? Also eigentlich will ich da gar keine runter mehr auf diese Straße, weil die eh schon so voll ist. Ja, dann haben wir hier unsere neuen großen Gebiete, die wir demnächst bebauen wollen. Da müssen wir natürlich auch noch mal schauen. Schon schick geworden, auch wenn wir jetzt hier irgendwo eine große Straße, Abfahrt, Abfahrt. Hier auch Abfahrt, Abfahrt und dann bauen wir hier große Kreisverkehre auf demnächst. So, dass wir hier relativ zügig dann weiter expandieren können. So, machen wir in der nächsten Folge. Da schließen wir hier hinten das letzte Stück Autobahn an und dann würde ich sagen, haben wir echt schon viel geschafft. Hier werden wir einen Kreisverkehr bauen müssen. Und dann bin ich mal gespannt, was verkehrstechnisch noch irgendwie eine Bewandtnis hat hier, ob das irgendwas einen Ausgleich schafft. Aber man sieht schon, dass ein ganzer Teil über die Autobahn fährt, ich nicht mehr durch die Stadt quälen muss. Das macht schon Sinn, denke ich. Tunnels, die wir gebaut haben, die werden auch ein bisschen für Entlastung sorgen. Also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Danke für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal und tschüss.